Halloween steht vor der Tür und um mich perfekt darauf vorzubereiten, besuche ich heute meinen Lieblingsshop. Hallo zusammen, jetzt bin ich bei Maskworld und ich werde mir jetzt mal ein paar Inspirationen holen. Ich freue mich schon voll. Kommt mal mit. So, ich glaube, ich suche mir mal hier jemanden und schnapp mir den, der mich vielleicht so ein bisschen beraten kann für meine Ideen, die ich zu Halloween habe. Wir suchen mal jemanden. Kommt mal mit. So, ich hole mir jetzt mal ein bisschen Hilfe und habe mir den Christian geschnappt. Hier. Hallo. Hi. Er hilft uns heute ein wenig und wir schauen mal, was wir hier alles haben, damit er uns ein paar Sachen zeigen kann, weil mit allem kenne ich mich auch noch nicht aus und ihr sicher auch nicht. Zum Beispiel viele Fragen, wie man sich Schnittwunden erstellen kann. Bückst dich jetzt, ne, weil du so groß bist. Ich kann auch noch mal stehen. Ich kann auch die Kamera höher stehen. Ich kann mich auf den Stuhl stellen. Wahnsinn. So. Registriere ich ja jetzt erst, wie groß du bist. Oh Gott, bin ich klein neben dir. Ja, ach, ich habe nur hohe Schuhe an. Hi. So, also wenn wir uns zum Beispiel eine Schnittwunde gerne im Gesicht oder an der Hand oder irgendwo zaubern wollen würden, was würden wir da nehmen? Also, Mina, da würde ich das hier empfehlen, des Maskenbildners bester Freund, Plastici. Ich hatte das letztes Jahr schon mal gehabt, aber ihr könnt euch vielleicht an das Tutorial erinnern, Pin-Up-Zombie, da klebt es nachher überall. Und jetzt musst du mir mal sagen, wie man das am besten anbringt, ohne überall das verklebt zu haben. Okay. Es war in den Fingern, es war dann nicht mehr im Gesicht. Und also, es ist ganz einfach, du hast hier diese wachsartige Masse. Ja. Und du kratzt das am besten mit einem stumpfen Küchenmesser oder Metallschaber oder was benutzen die Künstler immer für Ölfarben? Ein Spatel. Spatel, ah ja, das Wort. Ich kratze das so raus. Ich hatte das jetzt schon vorgewärmt, deswegen geht das auch nicht raus. Okay, also vorwärmen am besten? Genau. In den Händen? Ja, genau. Aber wie klebt es ja in den Händen? Ja, also es gibt Leute, die benutzen gerne Öl. Also du reibst deine Hände vorher mit Olivenöl oder was auch immer rein. Neutrales Öl. Ich kann das mittlerweile schon ohne Öl, aber wenn ihr das zu Hause zum ersten Mal macht, nehmt einfach die Hände voller Öl, dann nervt das nicht so und klebt nicht so an den Händen. Ja, und dann formst du so eine Kugel und machst es ein bisschen warm. Ja. Ja, war das richtig gut. Ja. Die Kindheit kommt zurück. Ja. Und kneten, das war so schön. So, und dann hast du diese Masse. Mhm. Ja, schön. Super. Weich. Und dann kannst du dir das ins Gesicht, aber bei dir nehmen wir jetzt die Handfläche. Ich bin auf der Zunge. Ach, wenn ihr mit meiner Handfläche. Ich würde deinen schönen Mascara entfernen, nicht zerstören. Meine Wimperntusche. So, dann nimmst du einen kleineren Spatel. Aus Holz natürlich, weil du willst ja nicht die Pulsadern aufschneiden. Obwohl, das passt ja auch zu Halloween. Ja, ne? So. Nee, wir versuchen jetzt mal die schmerzfreie Variante. Dann zerteilst, kannst du das so sehen? Die Kamera. So. Sieht man das so lang quasi genau, an den Rändern? Genau, erst mit der Hand. Das ist so ein bisschen hell. Ihr seht, es geht auch ohne Olivenöl an den Händen, aber um euch halt abends, wenn ihr auf die Party gehen wollt, Nerven rein zu ersparen, macht das mit dem Öl. Ja. Ihr könnt auch einen Eisstiel nehmen, wenn ihr so einen Mini-Spatel nicht da habt, oder? Ja, natürlich. Ach, Eiscreme. Du verbindest das Nützliche mit dem Schönen. Also ich mache jetzt hier erstmal ein bisschen drauf, damit wir hier eine Erhabenheit gewinnen. Ja, so. Und jetzt wollten wir was erreichen? Eine Schnittwunde. Ach so, ja. Richtig mit Blut. Komplettes Programm. Ja, das gefällt mir. Schön, dass du da bist. Gut, dann mache ich das erstmal so. Ich weiß, jetzt jeder Make-up-Artist würde sich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ich soll es ja auch euch zeigen, dass ihr das auch machen könnt. Weil ich habe das jetzt auch nicht richtig gelernt. Ich arbeite hier. Ja. Schon länger und dann kriegt man das irgendwie mit. Maskworld ist übrigens nicht nur ein Geschäft, ein Shop hier in Berlin, sondern ihr habt auch einen Internetstore, wo ihr das komplette Sortiment habt. Da habe ich mich auch schon reingestöbert, aber ich wollte die Sachen nochmal live sehen, deswegen bin ich auch heute bei euch. Ja, da kriegt ihr noch viel mehr, als ihr hier im Hintergrund gerade seht und im Laden generell. Also stöbert da mal durch oder kommt einfach vorbei. Genau, ich verlinke euch das einfach mal in die Infobox. Yeah. So, jetzt haben wir hier diese Erhabenheit, die leichte, eine kleine oder große Wunde? Mach mal.
Ich streiche das noch so ein bisschen jetzt mit dem Metallding hier. Hast du gut gefrühstückt? Aber ich bin da eigentlich schmerzfrei. Jetzt mache ich den. So, jetzt mache ich die Offenheit hier mal rein. Sauerei, ne? Ja, ich liebe es. Mhm. Halloween ist mein zweites Weihnachten. Reicht mir aus die Hand. Als was gehst du denn dieses Jahr? Weißt du schon? Naja, wie gesagt, ich werde diese vier Looks machen, die ich heute noch nicht verrate. Und dann werden wir sehen. Letztes Jahr bin ich als Pin-Up-Zombie gegangen. Ach, ist das nicht dir, dass ich das sogar mit einem Messer hier mache? Die Wunde meine? Nimm die Rückseite eines Messers, bitte. Nicht nochmal. Aber ich vertraue dir da jetzt. Natürlich, du kannst dir vertrauen. Sagst du dir, Killer? So also... Ja, ich zoome euch das am Ende nochmal an. Ich will den Blog jetzt nicht in die Länge ziehen, deswegen das also doch, ist das so. Ganz gut. Ne? Ja. Na, ganz klein ist das erstmal. Ihr könnt das natürlich auch noch fulminanter machen, größer machen. Ja. Ich meine, ihr habt da ja so viel Masse. Mund zum Beispiel. Ah ja, diesen Joker-Style. Ja, genau. Ne? Genau, dann könnt ihr noch Tackernadeln einhauen. Da kann man ja alles noch reinbasteln, was ihr wollt. Genau. Ne? Cool. Und was wäre jetzt der nächste Schritt, da Blut reinzumachen? Oder wir können es erstmal. Ihr habt ja, das wollte ich nochmal ganz kurz zeigen. Überschminken, genau. Ihr habt ja auch sowas hier. Damit kann man dann nämlich was überschminken zum Beispiel? Wenn ihr wollt, die Latex-Applikation. Ich hole die mal hier. Das hier. Oder die Öhrchen. Wasserlöslich, Rotdeckkraft und Wischfett ist ja wichtig. Das da. Ja. So eine Sachen könnte man damit sozusagen überschminken. Genau. Ja klar, normale Sachen halten ja dann nicht. Und jetzt überschminken wir mal ganz graziös. Deine Wunde. Genau. Man würde ja eigentlich, also so habe ich es gemacht, ne, in die Tiefe ein bisschen was Dunkles geben. Genau. Da machen ein wir... Rotisch. Ich nehme mal den Schwamm hier. Da reicht auch ein Küchenschwamm, wenn ihr zu Hause den Schwamm... Ach, so ein Schwämmchen haben wir doch alle zu Hause. Natürlich. Frauen haben sowas. Ah, ja. Gibt es auch in jeder Drogerie sonst. So, für den Einschnitt nehme ich jetzt was Dunkles. Macht ja auch Sinn. Ja. Ich brauche mal ein bisschen mehr. Ach, ich nehme hier auch wieder den Spatel. Ihr müsst halt viel arbeiten, so mit Zahnstochern, was ihr zu Hause so findet. Hauptsache, das da rein. Wattestäbchen. Mit dem Spatel geht's gut. Ja. Ich habe gerade Kaffee getrunken, jetzt bin ich ein bisschen tatterig. Nee, er will es nicht zugeben. Ach so. Jetzt nehmen wir das hier. Mundschau, ups, da ist die Kamera. Ah, das hatte ich auch mal gehabt. Das sieht richtig echt aus. Das hast du schon mal bestimmt probiert. Das habe ich schon mal probiert, ja. Genau. Das ist eins unserer absoluten Bestseller-Hauseigenes. Total genial. Das ist ein bisschen klebrig auch, ne? Ja, hier, ich zeig das mal. Yeah. Cool. Finde ich total genial. Dann nehmt ihr am besten... Also, das sind so richtig Short-Partikel. Ja, als ich den Look gemacht habe von Samara Morgan, The Ring, ja, das habe ich abgefahren aus, also richtig, also man hat mich nicht wiedererkannt, hatte ich ja schon überlegt, beim Nachbarn nach Zucker zu fragen und ich glaube, da sind meine Nachbarn nicht so ganz tough. Yeah, cool. Da macht man halt so ein bisschen... Ja, ist so ein bisschen gelig, schwer zu beschreiben. Also weil eine Wunde, jeder hat sich mal geschnitten. Und nicht einfach nur rot, ne? Ein bisschen hell, ein bisschen dunkel. Ja, da sind alle Partikel so drin. Man kann das halt, genau, ihr seht hier, wenn man da ganz nah dran geht, man macht das so mit Tupfbewegung und somit entstehen halt hellere und dunklere Stellen. Ne? Damit kann man halt dann viel rumspielen. Mhm. So, und jetzt sagen manche, ja, toll, der macht da jetzt einen roten Rand rum und da innen ist so ein bisschen was dunkelroteres. Ja, weiß ich, aber... Zu guter Letzt kommt ja immer noch das gute Blut. Genau. Oh cool, ey, das sieht total echt aus. Ihr seht, also hier ist eine gute Stelle. Da ist dunkel und hier geht es so langsam mehr ins Hellere über, wie bei einer normalen Wunde halt auch, wenn ihr euch wieder auf die Klippe gelegt habt. Und wie lange habe ich jetzt gebraucht? Das ging total schnell. Ja. Ich weiß, ich guck mal, weil ich nicht weiß. So, sieht man es gar nicht ganz gut. Total genial. Und dann kann man ja auch noch Blut reinmachen, ne? Ja. Das ist eben schon mein Spruch. Ja, dich will ich noch ziehen. Okay. Kann ich weitermachen? Ja. Huch, durch Magic habe ich die Sachen ausgepackt. Du hast jetzt den rot-weißen und roten Knetklumpen. Ja. Das geht eine chemische Verbindung ein, wenn du das zusammen knetest. Dann musst du dich beeilen. Weil es
macht ja auch Sinn, dass das schnell hart wird, weil man möchte ja nicht, ewig die Zähne im Mund halten und warten, bis es hart wird. So. Okay, dann formt man so eine kleine Wurst, drückt das in das Gebiss rein. Jetzt sind wir scharf. So, jetzt habe ich das da reingedrückt, jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt schiebst du das einfach in deinen Kiefer. Soll ich das machen? Ja. Oh, ja, das muss man leider selber machen, deswegen sah das jetzt ein bisschen dilettantisch aus. Warte, wir gehen und nehmen das nochmal raus. Ja? Geht das? Ja. Oder? Kann ich gleich noch hin. Halten die? Ja, ja. Das ist halt wie beim Zahnarzt. So. Du nimmst einen Abdruck von deinen Zähnen. Du musst auch ein bisschen mit der Zunge arbeiten, dass das hält und so. Mhm. Ja. Und jetzt wird es langsam fest. Binnen einer Minute und ist sexy. Mhm. Und dann hast du deinen persönlichen Abdruck da oben. Noch nicht rausnehmen, aber du hast ja deinen persönlichen Abdruck und kannst du immer wieder raus und reinnehmen. Man möchte vielleicht mal was essen. Das geht dann nicht. Okay. Und dann hält das einfach. Und dazu die Wunde. Also ihr kriegt somit halt kein Date abend oder noch? Vielleicht auch im Friedhof. Mm. Geht das Blut überhaupt ab an den Sacken? Also dein Armani-Sakko für 2000 Euro würde ich jetzt, weiß ich nicht. Ich sag mal einfach, weiß ich nicht. Also ich persönlich gebe hier nie irgendeine Garantie. Okay, probier es aus. Du hast einen Sprachfehler, oder? Es gibt doch bei RTL.12 auch so eine Nachrichtentante, die auch immer listet. Vielleicht solltest du dich mal da bewerben. Oh ja, jetzt sieht man es. Genau. Nein, kann ich mehr. Und somit hast du deinen Abdruck und kannst du immer wieder rein und rausschieben, so oft du willst. Ist halt sehr praktisch. Cool. Ja, okay. Vielen Dank für deine Hilfe. Ja, Mina, gerne. Völlig begeistert. Wie macht man das am besten ab? Am Ende? Geht zur Oma. Also ganz egal. Ja. Also da hat man jetzt nicht irgendwelche Tricks, einfach abziehen. Nee, einfach waschen mit Feuchttüchern. Ihr habt ihr Ladies ja eh über. Genau. Nee, völlig cool. Ich probiere das nochmal an. Okay. Zeige euch noch ein bisschen was vom Shop. Kinder. Tschüss. Die haben hier total coole Kostüme. Kennt ihr Beetlejuice noch? Das habe ich hier gerade entdeckt. Ich liebe den Film Beetlejuice. Hier haben die was von Walking Dead. Also für jeden was dabei. Ich stehe ja immer so ein bisschen auf die ekligen Sachen, die ihr nicht kennt. Wobei, eine Sache habe ich gesehen, die finde ich echt cool. Und zwar ist das hier Catwoman. Also für die, die sich nicht so verunstalten wollen, für die wäre das vielleicht was. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ansonsten, das ist hier auch nicht schlecht. Vielleicht werde ich mir sowas hier mitnehmen. Also ich bin jetzt hin und her gerissen. Ich hatte eigentlich mir zwei, drei Sachen rausgesucht, schon vorher, die was für mich wären. Und jetzt komme ich hierher und sehe viel, viel coolere Sachen. Also ihr könnt euch auch was gefasst machen. Es wird diesmal nicht nur ein Video. Es werden wahrscheinlich gleich drei oder vier. Und ja. Ich zeige euch mal meine Lieblingsoutfits, die ich hier mal so rausgekramt habe, die ich echt abgefahren finde. Und zwar ist das hier zum einen die Carrie aus dem Film. Kann man sehr gut nachmachen, ist nämlich das Kleid mit drin, die Perücke und die Krone. Und da braucht man eigentlich nur noch so ein bisschen rote Farbe. Das finde ich auch cool. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich finde es ein bisschen kurz, aber da kann man ja eine Leggings auch drunter ziehen. Ja, den Look finde ich auch richtig gut. Da ist auch, wie gesagt, alles mit dabei immer. Und das hier, Beetlejuice, ja, kann man ja auch als Frau anziehen oder natürlich für den Mann. Ja, die Perücke mit der Latex-Applikation ist mit dabei und da braucht ihr eigentlich nur ein bisschen weiße und schwarze Schminke und das war es eigentlich schon. Dann das ist hier voll cool mit den kleinen Plüschhoppelhasen. Ja, dem Morgenmantel und diesem Mädchen-Zombie und Kuscheltier. Richtig toll. Und für alle, die es jetzt doch ein bisschen schicker mögen, die können sich ja natürlich auch als Catwoman verkleiden. Entweder zu Fasching oder an Halloween mit ein bisschen Blut verschmiert. Auch cool. Ich habe mir jetzt mein Kostüm rausgesucht und zwar dieses hier. Ich finde es total abgefahren. Es hat was auch hier mit dieser Maske und den Kontaktlinsen. Das wirkt bestimmt richtig cool und ich werde es jetzt einfach mal anprobieren. Der Look ist richtig cool. Also mir gefällt es ganz gut. Ihr habt hier natürlich noch eure Nurse-Maske
eure Krankenschwestermaske natürlich auch blutverschmiert. Ich denke, das kommt jetzt auch richtig cool, wenn ihr die hellen Kontaktlinsen noch mit drin habt und es so ein bisschen verrucht schminkt. Also ganz viel Schwarz drumherum, bisschen Kunstblut hier in die Mitte. So hat es zum Beispiel dieses Modell und dann diese hellen Augen. Ich finde es super cool. Ja, ich überlege jetzt, ob ich das mitnehme. Bin noch nicht ganz entschlossen, aber ihr werdet es ja spätestens sehen, wenn ich die Halloween-Videos hochlade. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Das war es jetzt heute von mir hier von Maskworld. Und ja, ich werde jetzt die Sachen mitnehmen, die mir gut gefallen haben. Und wir sehen uns dann spätestens zu den neuen Videos zum Thema Halloween. Also bis dann, bye!